der größte Wallride in GTA. Also Bike Wallride, ne? Ich glaube, das geht nur ein bisschen. Shit, Mann. So und damit, hallo und herzlich willkommen zu GTA Online wieder. Mit dabei ist wieder der Clay. Juhui. Mittlerweile Standard, irgendwie der Kollege zum Aufnehmen. Und ich sag mal so, ihr seht es ja vielleicht selber schon, guckt mal bei 1080p, 60 FPS. Die Qualität ist einfach um tausendfache gestiegen und das läuft alles viel flüssiger und so. Scheiße! Tschüss! Das liegt aber auch daran, weil ich eine andere Einstellung getroffen habe, die irgendwie viel, viel flüssiger an sich läuft. Auch in Ingame an sich. Und das freut mich einfach dermaßen. Jetzt bin ich wieder froh. Außerdem, wie ihr seht, ich habe die andere Kameraeinstellung wieder. Sodass ich sagen kann... wie sage ich's? Ach du Scheiße. LOL, das ist die Map. Die kenne ich, Mann. Oh, geil. Wusste ich nicht, dass es die ist. LOL. Die haben die Losers nämlich schon gezockt. Mit Kev zusammen. Also? Ja, das haben die gezockt, das weiß ich. Und... ich sag mal so. Ja, ich verfolge die halt nicht komplett. So. Alter, ja, dieses geile Ding ist es. Ha! Mega geil. Fahr gegen eine Wand da und dreh dich einfach null. Einfach so bloß so bleiben, Plane, ne? Ah, okay. Das hat mir einen Unfall beschert. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist es perfekt, Alter. Ha! Ey, diese Map ist geil. Also. Wallride verkackt? Ja. Kennst du mich doch, oder? Ja, natürlich, deswegen ja. Ach Mann, ey, ich bin jetzt glücklich. Ich war vorher immer so relativ unglücklich, sage ich jetzt mal, mit der Situation, wie ich hier aufnehme und so. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, das Mikrofon passt. Ich find's auch cool, dass ich mein Mikrofon so hingerichtet habe, dass man das bloß leicht, sage ich jetzt mal, sieht. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Hui! Das ist ja mal mega geil. Oh Gott, was ist das für eine Sicht, oh, Mann? Oh, Alter. Und ich bin jetzt wirklich zufrieden damit, wie die Kamera so ist, wie die Qualität ist. Ich habe es auch nochmal das Mikrofon ein bisschen anders eingestellt, dass ich mich ein bisschen anders anhöre, ist von der Qualität her. Ich warte mal am Ziel bei dich. Okay. Nee, ich meine beim runden Anfang wieder, dass wir dann wieder gleich auf sind. Okay, du hast zwei Runden, ja. Ja, ich habe zwei Runden. Eingestellt, nennt man auch sowas, Clay. Wann kommt denn die Folge? Die kommt morgen direkt. Okay. Weil ich muss jetzt noch ein bisschen aufnehmen und dann eignet sich das perfekt zu. Und ja, gut. Ich bin froh, dass ich wirklich so das jetzt alles geschafft habe, also, das alles so einzustellen. Ich sehe dich da hinten fliegen, Clay. Hast du gut gemacht. Fail. Ich mach mal hier ein bisschen die Halfpipe. Hui! Drehen! Alter, bei mir kommt morgen auch mal wieder ein Minecraft-Video. Ach echt? Ja. Kannst ja GTA aufnehmen, oder nicht? Nee, ist ja der nicht so schlecht für, ne? Ja, ja. Schade. Ja, ich würde es auch gern bringen, aber. Ach, da bist du ja schon. Alter, das war mal mega geil. Aber ich glaube, da muss ich erstmal Ding. Wo müssen wir hin? Durch die Röhre, wir sind schon wieder beim runden Anfang. Okay, ich hab's geschafft. Ja, geil, ich hab's mal wieder komplett nicht gerafft. Und Spirale, Looping. Oh Gott, überdreht. Und wieder weiterfahren. Noch ein Looping. Noch ein Looping. Wenn du jetzt in mich reinfährst. Nee, aua, da war ein Pfosten. Also, das ist ein Pfahl. Das ist kein Pfosten. So wie ich. Oh, ich hoffe, euch gefallen die Einstellungen so, wie sie jetzt sind. Müsst ihr mir einfach mal Bescheid sagen. Ob die Qualität einfach besser ist oder nicht. LOL. Ich hab das voll fail genommen, das Ding hier. Okay, da bin ich gegen die Wand gefahren und dann voll verkackt. Jetzt ist Clay vorne. Nein, ey, das müssen wir mal unterbinden. Nee, das bleibt ganz genau so. Nein, locker nicht, Alter. Spätestens beim Warwald verkacke ich eh, also von daher. Auch nicht schlecht. Im Warwald. Ein Warwald. Und der kommt jetzt, Scheiße. Alter, so geil, diese Dinger. Sag ich doch, ich hab verkackt. Ach, echt? Ja. Was bist du denn für ein Loser, ey? Sagst du? Ja, sag ich. Ich schaff den. Ich hab den beide Male jetzt den First Try genommen, ja? Als ob. Tja, ja. Ja, jetzt schaff ich's auch. Nenn mich einfach wieder mal Gott. Danke. Du bist kein Gott, nein, doch. Du bist einfach Zalter. Ja, sag ich ja Gott.
Nö. Ach, wenn ich in den letzten Folgen irgendwie die ganze Zeit so am Sagen. Ich habe da zum Beispiel einmal so wirklich nachgedacht, so, ne? So, dass da ein Zaun kaputt geht, aber der so richtig stabil ist, weil da eine Mauer hinter ist und so, ne? Hab ich gedacht so, oh shit, Alter, ey, ich kann nachdenken, ne? Oh Gott, nicht überdrehen. Und da hab ich mir Gott genannt und so, ne? Zalter, stell dir deine Brille auf. Ja, hab ich. Jawoll. Dann kann ich wieder so einen Kommentar so unter dein Video schreiben. Ja, mach ruhig. Bitte. Gut, wir sehen uns gleich. Wieso? Sag an. Ja, egal. Hau raus. Sag ich in der nächsten Runde. Okay, machen wir so. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Das ist der Biggest Bike Wall Ride. Ich will euch das kurz mal vorlesen. Face your biggest challenge yet as you try not to fall asleep while driving in a straight line on the biggest and longest bike wall ride yet. I'm not gonna lie, it's boring as hell, but big as fuck and that's all that matters in GTA. Das heißt so viel wie, das ist wirklich todeslangweilig sozusagen lang zu fahren, weil der so riesig ist. Aber das ist alles, was zählt in GTA. Alter, was hast du da gerade gemacht? Was habe ich gemacht? Och nee, ich habe den Helm auf, fuck it. Dein Charakter hat irgendwie sich so gedacht, ja, ich schwimme jetzt mal in der Luft. Ach so, ja, das liegt aber an der Map, das ist extra so, denn die macht davon. So, dann fahren wir mit einem blauen Helm. Ich hoffe, der bringt Glück. Ach nee, du nutzt Windschatten. Hui. So, mal gucken. Hä? Lol, achso, der geht links lang. Och, Mann, wir sind Deppen. What the fuck? Ach du Scheiße. Das ist, ich glaube, das ist zu hoch für uns, oder? Warte hier. Bleib hier stehen, ja? Bleib hier stehen, bitte wirklich klein, jetzt so kurz. Ganz kurz, ja? Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück auf einer anderen Stelle, weil Clay mich runtergeschubst hat in der Zeit, wo ich ein Thumbnail machen wollte, Mann. Und ja, jetzt fährst du weg. Was ja, soll ist denn die Scheiße? Ist so ein Wallride, Junge. Wie soll man den schaffen? Wie soll man da bitte anfahren? Ich weiß es nicht. Das ist über easy. Ich weiß es nicht. Ach, hast du dir geschafft? Ich bin gerade auf halber Höhe. Ich hab's gleich. Ah ja, okay, hab's. Okay, das wird interessant. Ach du Scheiße, Mann. Er ist über jetzt. Fuck. Alter. Hey, wie lange geht die Scheiße noch? Der ist ewig lang, Mann. Ewig, Junge. Wir haben jetzt gerade mal vielleicht ein Siebte oder so geschafft. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich auch nicht, Mann. Was suchst du so behinderte Maps raus? Mann, das ist der größte Bike Brawl Raid, den muss man noch mal irgendwie spielen, oder nicht? Guck dir diese Scheiße mal an, ey. Ey, also. Hey, wenn das so weitergeht, dann werde ich hier erst schon. Ja, das stimmt. Das wirst du wirklich diesmal. Alter, WTF, Mann. Ey, wo ist denn Checkpoint? Gar nicht, der ist am Ende, Mann. WTF, Alter, das ist doch krank, ist die Scheiße, Alter. Was ist denn das bitte für ein Wallride? Der größte Wallride in GTA. Also Bike Wallride, ne? Ich glaube, das geht nur ein bisschen. Holy shit, Mann. Das geht noch ein bisschen, ja, kann man so sagen. Und wie man immer gegenlenken muss, ist witzig. Weil man sonst runterfährt. Aber wie man auf Tempo kommt, ne? Oh Gott. Wie viel fährst du gerade? Keine Ahnung, Mann. Aber auf jeden Fall wollte ich gerade einen Wheelie versuchen. Also? Aber ich habe mir bloß nach hinten gelehnt, aber mehr hat er nicht gemacht. Scheiße. Oh. Was denn? Nein! GG. Nein! Wieso fährst du denn so weit oben, Alter? Nein! Du bist so Nein! Als ob! So schön, ey. Scheiße. Ah. Fuck! Scheiße! Ja, viel Spaß nochmal, ne? Alter, so weit geht der noch? Der geht ja einmal über die ganze Map sozusagen. Du brauchst einmal so Luftlinie über die Map fahren und dann bist du auf der anderen Seite der Map, so groß ist aber guck mal, für mich ist schon nichts verloren. Wenn du es jetzt einmal verkackst, dann bist du auch wieder da. Ja, wenn ich einmal verkacken würde, ne? Alter Schwede, Mann. Was ist das bitte, Mann? Hab jetzt vielleicht die Hälfte oder so. Naja, was heißt Hälfte? Zwei Drittel.
sehe da hinten, glaube ich, einen Checkpoint. Also ich sehe den noch nicht, aber ich denke nur, dass da einer ist, sagen wir so. Alter, nein, 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 nicht runterfahren. Alter, bei diesen Farben kriegst du doch Augenkrebs, ganz einfach. Nee, das geht sogar noch. Es gibt viel, viel schlimmere. Wirklich viel, viel schlimmere. Ja, weißt du, ich meine jetzt, ich bin jetzt gerade wieder bei diesen Amerika-Flaggen. Ach so. Die ganze Zeit weiß-rot, rot-blau kommt, dann regt es halt mal auf. Ja, es geht, ne? Es geht. So, jetzt bin ich wieder bei rot. Ach, das freut mich. Ich bin gerade bei gelb-orange. In der Mitte ungefähr davon. Falls du es sehen tust von da hinten aus. Nein, 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 ich darf nicht zurückgucken. Darf ich einfach nicht. Alter. Junge, wie viel ich schon hinter mir hab, ne? Wenn ich jetzt verkacke, Alter. Sind das einfach nochmal 4 Minuten oder 3 Minuten fahren, eher gesagt. Also eigentlich 4 Minuten. Bis da hinten sind das locker 4 Minuten. Aber soll ich denn direkt zum Ziel fahren, Claim? Wäre eine Idee, ne? Ja. Brauchst du nicht die ganze Scheiße noch machen. Mir ist eigentlich egal. Also. Alter, ey, das ist doch krank, Junge. Können wir. Bist du jetzt fertig da damit? Nee, hör aber gleich. Das ist doch krank. Können wir bitte mal endlich aufhören mit dem Wallride? Mir tut langsam die Hand weh. Langsam tut mir der Mittelfinger weh, die vom ganze Zeit dauerhaft weh drücken, Mann. Ohne irgendwie zu bremsen. Meine Güte, Alter, der tut wirklich langsam richtig weh. Ah, Scheiße, Alter. Nein, immer noch weh drücken. Zahlte, du kleine Pussy. Wieso? Ich bin es voll gewöhnt wegen Minecraft. Naja, ich sag mal so, ich spiele auch auf Minecraft so ein bisschen Lucky Race und so, aber. Oder halt Leute bannen, ne? Aber so, ich bin's eigentlich gewöhnt, aber so dauerhaft weh drücken, ne, lass mal. Bei Minecraft setzt du ja auch öfters ab und bleibst stehen oder so, aber hier drückst du einfach 5 Minuten die gleiche Taste, Junge. So, bin jetzt beim wahrscheinlich letzten Feld. Alter, nee, warte mal, vielleicht, nee, da hinten, geht's da nochmal weiter? Da hinten sehe ich einen Checkpoint. Ich sehe einen Checkpoint, Mann. Ja. Nee, ist kein Checkpoint. Doch. Da ist einer. Jetzt bin ich bei Rot-Gelb. Orange-Gelb, meinst du? Orange-Gelb von mir aus. Ja, ich bin bei Orange-Weiß gerade. Das ist das letzte Ding und da sehe ich den Checkpoint. Ich warte auf dich dann mal. Mal gucken, wann Klein da ist. Wenn ich den Checkpoint erreicht habe, dann mach mal einen kleinen Cut rein, bis Klein da ist. Damit ihr schon mal vorbereitet seid. Dass jetzt ein Cut kommt. Bis gleich. Außer ich verkacke jetzt, dann kannst du sofort ins Ziel fahren, weil dann habe ich keinen Bock mehr, die ganze Scheiße zu machen. Alter. Naja, alles gut. Jetzt heißt es warten. Nimmst du jetzt gerade noch auf? Ja, oder schon gerade beendet? Nee, ich schneide das immer raus. Frage ist, ein Kumpel hat ja von mir jetzt einen Biker-Clan erstellt. Ja. Willst du da mit rein? Weil dann könnten wir dann. Nee, guck mal, Clan, das ist so, dass du, wenn du einen neuen Lobby joinst, sozusagen, wo dein Kumpel auch drin ist, wenn du jetzt irgendwie mal einen Tag nicht gespielt hast, musst du dem Motorradclub wieder neu beitreten, ne? Also? Ja, ist so. Das ist komplett bescheuert von GTA gemacht. Das ist bescheuerter da drin. Wo bist du gerade? Lila, blau. Ja, okay, dann müsstest du gleich, denn danach kommt orange-weiß, ne? Ne, danach kommt grün sieht das für mich aus, halt so, grün, dunkel. Grün-blau, meinst du? Oder grün-blau von mir, so das. Und danach kommt noch ein Feld und dann bist du wahrscheinlich da. Da kommt rot-weiß dann da danach. Ne, das ist orange-weiß. Oder orange. Also, meine Wurst immer rot-weiß. Rot-weiß. Rot-Weiß, esse meine Wurst immer rot-Weiß. Kennst du es nicht? Von der Vive? Ja. Ja. Oder Red Circles. Ja, kennst du Nordi? Hab ich schon mal gehört, ja, aber nicht so wirklich. Ja. Also ich weiß, dass du da beim Supporter beim TS bist. Junge, bist du bald mal da, Mann? Jetzt bin ich bei Weiß-Orange. Jetzt müsste ich ja dich gleich sehen, ey. Sehr gut. Die Frage ist, was kommt dann auf mich zu?
Weil ich sehe da Ringe und ich sehe. Ja, da ist das Ziel direkt drin. So, Kalein hat es hierher geschafft. Nach 2-3 Minuten warten. Und wir fahren ins Ziel, bevor er wirklich ins Ziel jumpt jetzt. Schnell. Huiuiui, das war sogar noch relativ knapp, ja. Gut. Warte mal. Ja, sag an. Schau mal kurz. Wir können ja kurz gucken, wie knapp das war. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Warte. Ich hab eh gewonnen. Okay, gut. Ja, ich sag du hast jetzt eh gewonnen. Ja, genau, du hast eh gewonnen. Ja, ist logisch. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall beim Clan vorbei. Er macht auch ab und zu Videos, aber von Minecraft. Es war eine Sekunde. Ciao.